Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Halo 5. Ich zeige euch den Erfolg Türen aufbrechen, 10 Wände oder Böden aufbrechen in der Mission St. Helios. Und ja, St. Helios, das ist die Mission hier und das sind die versteckten Türen. Versteckt sind sie eigentlich nicht wirklich, aber es sind halt auch, glaube ich, das war die erste, genau 10 Stück, glaube ich, oder 11 Stück, maximal 11 Stück, die muss man aufbrechen, um den Erfolg zu kriegen. Ich zeige euch immer markante Punkte mit, damit ihr sie schon auch leicht findet. Aber wenn ihr die Augen offen hält und ein bisschen mehr rumschaut, dann ist das kein Problem. Ich zeige euch auch gleichzeitig hier ein paar Fundorte von den Datenträgern, was ich gefunden habe. Habe ich jetzt spezifisch nicht gesucht danach, aber die, was ich gefunden habe, die zeige ich euch mit. Das war jetzt eine Tür und ein Datenträger. Dann springen wir weiter. Zack. Ich muss dazu sagen, ich habe einen neuen Fernseher. Ich spiele auf 4K-TV und mir ist klar, dass Halo hier nicht maximal 1080p ausgestrahlt wird. Da ist nochmal ein Datenträger, dass das 4K fast nichts bringt, aber bei 4K-TV, wenn ich einen normalen Fernseher hätte, macht ein Pixel und bei mir macht ein Pixel von der Xbox, macht 4 Pixel der Fernseher. Das heißt, das Bild ist wesentlich schärfer, viel flüssiger und so weiter. Also das Bild ist gigantisch. Wenn ihr günstig an einen 4K-Fernseher hinkommt, lasst euch die Chance nicht entgehen oder wartet, bis er billiger wird, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Meine Meinung jetzt, ich habe jetzt davor nochmal eine Tür. Ich habe davor auf dem normalen Fernseher gespielt, zwar auch LCD, da ist nochmal eine Tür. Den, was ich jetzt habe, den Curve 4K ist LED, also das Bild ist schon richtig geil, also das ist schon nicht schlecht. Ja, laufen und LT drücken, nicht schlagen. Jetzt hat zack. Ich hoffe, ihr findet im Nachhinein auch die ganzen Türen, aber normalerweise habe ich so gemacht, dass ihr es auch leicht findet. Zack. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es maximal 11 Türen. Also wenn ihr ein bisschen die Augen offen hält, könnt ihr den Erfolg eigentlich nicht verfehlen. Und ansonsten ja, einfach nochmal durchschauen. Wenn ihr es auf Legendär gespielt habt, dann ist es auf einfach eigentlich kein eigentlich kein Problem. Die Türen können auch so ausschauen mit den Rissen in den Wänden. Das sind auch Türen. Osiris, aufteilen. Und einfach die Augen offen halten, dann kommt der Erfolg von ganz von alleine. Ich hatte ich habe ein Video in meiner Playlist. Das heißt, in der Playlist ist es noch nicht drin. Weil so viel Halo habe ich noch nicht hochgeladen. 2-3 Stück habe ich jetzt hochgeladen. Auf Legendär. Also leck mich am Arsch, ist das Halo schwer. Wenn ihr das auf Legendär spielt, und da gibt es ja so neue Gegner, Wächter heißen die Kollegen. Vorher, in den ganzen Teilen davor, waren die schwierigen Kollegen, waren dann die Jäger. Die kommen zwar hier auch, aber die sind ja noch berechenbar. Die kriegst du zwar nicht so schnell tot, weil sie wirklich alles aushalten, also die brauchen wirklich ganz lange. Von der Rüstung her sind sie am verwundbarsten mit den Bab-Granaten, sage ich jetzt mal, oder Plasma-Granaten. Am Rücken haben die eine offene Stelle, da rein, und dann kriegst du die eigentlich mit 1-2 Granaten und ein bisschen schießen. Sind die Jäger auch tot, aber die Wächter, ja meine Fresse. Also in der Kampagne kommt der Wächter einmal auf einer kleinen Plattform mit wenig Munition und normalen Gegnern, also da hat man dann richtig zum Kämpfen, die sind richtig ekelhaft. In der Mission 13 kommen die Wächter nochmal. Da kommen dann 3 Stück. 3 Stück, also einer ist brutal, aber 3, das ist unglaublich, wie schwer das ist auf Legendär jetzt hat.
Und wenn ihr zwei davon ausgeschalten habt, wenn ihr so weit kommt, dann ist noch einer übrig und dann schaltet der aber so Geschütze frei. Und dann habt das mit Geschützen zu tun, Wächter und normale Gegner. Also das Legendär hat sich hier wirklich verdient, dass das wirklich legendär ist. Das ist unglaublich. Aber wenn ihr euch ein bisschen dahinter klemmt, dann klappt das eigentlich ganz gut. Also ich habe es auch geschafft und ich bin ein alter Mann. Dann schafft ihr das ganz leicht, glaube ich. Und ja, wie viele Türen haben wir denn jetzt? Müssten wir es eigentlich dann gleich haben. Ja, fast noch drei, glaube ich. Ich weiß, noch mal eine. LT nicht schlagen, Mensch. Sorry, aber. Ja, was soll ich noch erzählen so lange? Beseitigt alle Feinde in der Umgebung. Da gibt's eigentlich nicht viel zum Erzählen. Beim Halo 5 haben sie alles neu gemacht, wenn man die Teile davor kennt oder gespielt hat. Und das haben bestimmt die meisten. Halo war schließlich einer der ersten First-Person-Shooter überhaupt in Geschichte der Xbox. Mir ist jetzt gar nicht bekannt, ob es Halo auf PlayStation auch gibt. Für Kommentare wäre ich dankbar, wenn das einer sieht. Nochmal eine Tür. Jawohl, und gleich nochmal eine Tür. Darauf sind es 9. Mir fehlt nur eine. Und ja, aber es wäre mal, also ich würde es mal toll finden, wenn es jetzt irgendwann mal klappen sollte, irgendwann mal in Zukunft, dass PlayStation-Spieler, Xbox-Spieler zum Beispiel zusammenspielen können, dass man die Spiele auch nehmen kann und so weiter. Das wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, das bleibt Wunschdenken. Weil ja, es ist einfach schade finde, warum. Also ich hätte schon manche Spiele, die was ich hier auf dem PlayStation ausspielen würde. Oder umgekehrt, weiß nicht, ob es das Halo jetzt gibt oder nicht. Interessant wäre es auf jeden Fall. Hier, das sind die Jäger, zwei Stück. Und das ist Schwierigkeitsstufe einfach, aber schaut mal, was die aushalten. Klar ist der eine jetzt tot, aber das ist nur einfach. Auf Legendär hättet ihr da wirklich fast keine Überlebenschance. Das ist unglaublich. Legendär den Erfolg habe ich, wie gesagt. Es gibt ihn auch zweimal als Legendär, also einmal alleine spielen und glaube ich einmal im Koop spielen, sprich beziehungsweise heldenhaft Koop spielen. Spielen jetzt nicht so viele, also mir in der Freundesliste spielen es jetzt nicht so viele, ich spiele alle online und online ist wieder was ganz was anderes, also taugt mir einfach nicht so. Ich spiele zum Beispiel Borderlands noch online, zum Beispiel die Hanson Jack Edition. Das komischerweise spielt online, wenn ich auf Suchen gehe, wirklich gar keiner mehr. Gar keiner mehr. Das ist so durchgenudelt, sage ich jetzt mal, von der 360. Das ist ein bisschen schade. Aber hier ist die 10. Tür. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder dass es euch geholfen hat, dass ihr einfach manche Tür nicht gefunden habt, dass ich euch helfen konnte. Wenn Springen nicht geht, funktioniert auch einfach draufschießen. Zack, das zählt auch. Und dann ist da der Erfolg. 10 Punkte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch geholfen. Das ist der Sinn des Ganzen, dass ich ein bisschen helfen kann. Wenn ihr das nicht gesehen habt oder die Tür nicht gefunden habt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zockt Halo, bis die Daumen glühen. Haut rein, ciao. Euer Wookie.